Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich hier gerade auf dem Weg nach unten. Wieder mal zu der wunderbaren Stille Saint-Étienne. Auch bekannt als der Ort der Ruhe und Stille. Und da ich mir dachte, dass ich das nicht allein machen kann, nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch noch einfach einmal, bevor es Sonntag wird, also ist ja eigentlich unwahrscheinlich, aber bevor ich wieder was Neues bringe, werde ich euch, oh Gott, das ist richtig hell, war. Sorry, ist jetzt ein richtiger Balken in meinem Gesicht, Alter. Jetzt geht's einigermaßen. Ja. Mal so ein bisschen zeigen, bevor ich TC verlasse. Denn es ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ort hier unten. Ich kann dann auch noch ein Bild von dem Lageplan machen, den wir bekommen haben. Und mir das Auge zuckt schon wieder unglaublich nervig. Ja, man sieht, ich habe neue Klamotten an. Was soll ich groß erzählen? Also das mit dem letzten Vlog übrigens. Den könnt ihr getrost wieder, der kann getrost gestrikt werden, weil es ist ja quasi einfach nur ein kleiner Witz, ein kleiner Gag, den ich mir erlaubt habe, um zu sehen, wer da alles drauf reagiert. Der kann von mir aus gerne gestrikt werden, falls das halt Subjects beinhaltet, die urheberrechtlich bestimmt sind. Ja, und nee, mir ist das egal. Das kann von mir aus gerne entfernt werden, denn diesen Schritt mache ich gerne mal, um zu sehen, was alles so möglich ist auf YouTube und was, welche Grenzen man auf jeden Fall nicht betreten darf. Und das zeugt halt von einer gewissen Intelligenz. Das zeugt auch auf jeden Fall von einer sehr großen Blödheit, die ich mir da ausgedacht habe. Denn das macht man ja eigentlich normalerweise nicht. So, jetzt befinde ich mich hier vorne fast da. Der Weg ist übrigens ultra lang, guckt euch das an. Von da hinten den Hügel runter, habt ihr das gesehen? Also von da hinten, na was auch immer. Jedenfalls schon etwas lange her, dass ich jetzt, ja, ich mit auf die Tour nehme und euch mal so ein bisschen zeige, was der Saint-Étienne alles zu bieten hat, denn ich möchte das ja auch nicht die ganze Zeit alleine machen. Es ist wunderschönes Wetter und man sieht allerdings auch schon, es wird Herbst und das ist nicht gut. Deswegen muss ich mir überlegen, ich hatte letztens gerade diesen unglaublich schönen Einfall, mir ein, na, wie nennt man das? Ein Schal. Wie nennt man das? Ein Schal. Was ist das richtige Wort dafür? Gibt es auch etwas anderes? Wie kann ich das noch nennen? Nein, Schal ist das richtige Wort dafür. Ich bin manchmal nur ein bisschen verplant, das ist alles. Und zwar so ein Schal. Der ist einmal hier und wieder in die Richtung gelaufen. Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Was ist falsch mit mir? Da hinten hopp jetzt runter. Aber das ist ja gar nicht mal so wichtig, denn ich wollte ja über den Schal erzählen. Und zwar, es gibt ja roten, es gibt, glaube ich, gelben. Es gab aber, glaube ich, noch nie, und das ist, meine ich jetzt ernst, es gab noch nie einen Schal, der so knallig grün ist. Halt so grün wie das hier. Dann halt noch so gestreift, so wie das halt der Skin von Paluten hat. Der ist ja dann orange. Aber quasi Palutens Schal von seinem Skin in Real Life übertragen und die Streifen durch Grün ersetzen. Das heißt, durch ein
etwas helleren und etwas dunkleren Grünton, und dass man die beiden unterscheiden kann. So einen Schal wünsche ich mir tatsächlich. Aber kein Schal, der vom HSV ist. Der war doch, glaube ich, grün, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was rede ich? Auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt gleich in der Ebene, wo es ein bisschen ruhiger werden sollte. Ich ein bisschen ruhiger werden sollte. Denn das ist halt der Ort der Stille und der Ruhe. Und da sollte man nicht so viel reden. Beziehungsweise gar nicht. Deswegen versuche ich einfach mal zu gucken, ob mir hier schon irgendwer begegnet. Und dann werde ich einfach kurz pausieren und vorbeilaufen und ja, das Nötige daraus ziehen, das möglichst Beste daraus herausleiten. Ich musste übrigens auch ein paar Dateien aus dem internen Speicher herausziehen und in den in die SD-Karte ziehen, denn sonst hätte ich kein weiteres Video jetzt angefangen. Aber dass ich mal so ein bisschen quatschen kann. Leute, ist das wunderschön hier. Das Erste, was man sieht, ist, man kommt diese Stufen runter. Und das Erste, was man wunderbar sieht, ist diese wunderbare Schönheit der Natur. Es ist kaum zu fassen, wie schön es hier eigentlich ist. Wunderbar, nicht wahr? Das Exit ist auch super schön. Ich muss nachher nochmal die Aufnahme angucken, weil sonst weiß ich nicht, ob ich überhaupt alles aufgenommen habe, weil ich mache gerade eine Selfie-Aufnahme. Jetzt sieht man da, hallo. Das ist die Hand, die das hält, hallo. Deswegen mal gucken. Ich führe euch jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich kann allerdings während der Kamerafahrt nicht in die andere Kameraperspektive wechseln. Weiß ich auch nicht, warum das nicht geht. Das ist eigentlich blöd. Oder kann man das... Ne, das da oben ist, glaube ich, der Kameraknopf, dass man nochmal ein Foto während des Videos machen kann. Gibt schon echt interessante Effekte. Aber ich glaube, so ein Smartphone sollte einfach alle möglichen Aspekte beinhalten. Jetzt nochmal ein bisschen Ruhe. Hier gibt es auch Frische. Aber wo, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde mich immer bloß in dieser Ecke halten. Es gibt auch ein paar andere schöne Flecken. Und diese werde ich euch jetzt zeigen. Bis gleich. Guck mal da. This is a sound of silence. Das ist, glaube ich, das erste Schlagwort, was mich daran erinnert. Es ist ein bisschen müffelig hier. Aber es ist trotzdem schön. Und mir juckt der Arsch. Guck mal, Leute, hier. Kann man noch reingehen. Sieht gut aus, ne? Also ich meine, ich bin so ein richtiges grünes
bin so ein Lums. Ist das schön? Ich finde das wundervoll. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Mein Ohr juckt. Geile Kommentare. Jetzt sind wir auf der wunderbaren Brücke, ne? Wieso gucke ich auf den Bildschirm? Ihr seid doch da. Ich bin im Quatschkopf. Hier habe ich gestern meine Ankündigung zu meinem Gaming-Kanal gemacht. Wie ihr es da oder da, keine Ahnung, vielleicht ist es auch unten verlinkt, wenn ich dran denke, vielleicht auch nicht. Ansonsten klickt ihr einfach unten auf das Symbol und dann kommt ihr zu meinem Kanal und werdet dann dementsprechend, ist ein bisschen ungemütlich hier. Ah, oh, ich muss mal richtig hinsetzen, oh, so kommt echt durch hier. Ja. Halt sowas. Ich habe halt, seitdem ich hier bin, habe ich so. Sorry, mein Finger. Habe ich so unglaublich interessante Ideen, was ich noch alles machen könnte für meinen Gaming-Kanal. Denn ich bin auch gerade dabei, an einer wichtigen Sache zu arbeiten. An einer Sache, die quasi den Fall in das dunkle Loch, in das Dimensionsloch, quasi fortsetzt. Diese Story. Da hatte ich mir ein Seed rausgesucht und bearbeitet den. Ich sag aber nicht, welcher Seed das ist und sage auch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Das werden die dann schon selber wissen. Ich werde die dann persönlich, die Leute, die daran teilnehmen, fragen und hoffe, dass sie dann auch daran teilnehmen können. Es ist einfach wunderschön gerade. Es wollte eigentlich noch Florian kommen. Ja, ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach noch mal ein paar Ausschnitte von dem gesamten Gelände hier, bevor ich die Aufnahme beende, denke ich mal. Vielleicht komme ich auch noch mal auf irgendwas zurück, was ich noch besprechen möchte, aber dann ist es halt auch nicht mehr wirklich wichtig. Ich meine, das Video geht schon fast 15 Minuten. Das ist nicht so gut. Nee, ist halt wirklich nicht so gut. Aber muss ich gucken. Was ist das denn für eine Fliege?
Dann zeige ich euch jetzt ein bisschen was von der Umgebung. Kurze Sache, was mir noch einfällt. Und zwar macht ja Mordata diese wunderbaren Tri-Jumps. Nee, Tri-Jump ist es nicht, aber Jump World. Wobei Tri-Jump könnte ich theoretisch auch bringen. Das war gerade mein Gedanke, dass ich statt Bed Wars mal ein bisschen Abwechslung nehme. Weil in Bed Wars gibt es halt inzwischen so viele Profis, dass ich mir denke, dass ich mal auf etwas Ruhigeres abgreife, wie zum Beispiel Tri-Jump oder Jump World. Tri-Jump halt auf Backpack Labs, weil da hast du dann drei Möglichkeiten, also drei Versuche hauptsächlich, um richtig viele Punkte zu kriegen, und danach ist es vereinfacht. Und bei Jump World ist es halt so, dass jemand eine gesamte Map erstellt, wo du ein gesamtes Jump'n'Run durchspringst und das am Ende dann nach Schönheit, nach Sprünge und so bewerten kannst. Alter, hier fliegt eine Libelle rum. Habt ihr die gesehen? Ich weiß es nicht, ob die auf der Aufnahme zu sehen ist. Das will ich halt auf jeden Fall gerne machen. Also eventuell kommen halt noch Bed Wars Videos, dann halt zu den Zeiten, wenn ich keine Ahnung habe, was ich bringen soll. Mal so ein bisschen Bed Wars. Und dann gucke ich einfach mal, dass ich das Roleplay voranbringe, das ich mir ausgedacht habe. Ich gucke zu oft auf den Bildschirm. Hallo, hallo. Ist schon wieder irgendwas auf über der Linse. Ist nicht gut. Das nervt ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Wieso gucke ich auf den Bildschirm? Warum? Ich bin ein Quatschkopf. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und ich glaube, es kommt dann ein neuer Vlog, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn ich nötigenfalls wieder mal Internet habe, weil ich habe hier nirgends Internet. Das kostet nämlich 2 Euro und dann hast du 30 Minuten. 2 Euro für 30 Minuten. Das ist nichts. Das ist Verarsche. Ja. Deswegen versuche ich mir so lange ein paar Videos zu machen, die ich halt dann auf die SD-Karte ziehe und dann später auf dem Kanal dann hochlade. Das heißt, diese Woche jetzt, also von, ich weiß nicht, der wievielte ist heute? Kein Plan. Auf jeden Fall von ab nächster Woche oder übernächster Woche, das heißt ab stimmt, heute ist ja der 1. September. Normalerweise wäre ich da schon in Potsdam, aber das ging dann halt nicht, weil meine Mutter mich mitgeschleppt hat. Und ich halt noch, bevor es 20 Minuten werden. Ja, ich kann das sehen, da unten ist so ein kleiner roter Punkt und da ist eine Anzahl, wie lange das jetzt schon geht. Ich gucke so oft auf den Bildschirm. Das war eigentlich die letzten Vlogs nicht so. Ich habe auch nicht so oft auf den Bildschirm geguckt. Auf jeden Fall. Das ist jetzt eigentlich egal. Warum spreche ich zu viel? Ich laber zu viel und denke zu wenig. Na. Das wird wieder so ein richtiges Trash-Video. Wobei, es ist ja eigentlich halt so ein bisschen informationswichtig. Sowohl zum Gaming-Kanal als zum Vlog-Kanal. Vor Abschluss, was ich jetzt noch sagen möchte. Ich habe jetzt noch 10 Sekunden. Jetzt sind 20 Minuten.
Ey, ich hab so einen durchlöcherten Kopf, ne? Mir schießen manchmal Gedanken durch den Kopf, dann möchte ich das sagen. Und dann kommt mir das einfach nicht, weil. Also mir kommt es dann nicht mehr zu Wort, weil ich zu anderen Themen rüber wechsle. Das ist ein bisschen blöd. Das ist dezent scheiße, auf gut Deutsch. Theoretisch könnte ich jetzt auch die Aufnahme einfach anhalten und dann an einer anderen Stelle weitermachen. Aber es ist mir natürlich wichtig, euch auf. Ja, sorry. Nase juckt. Euch halt so ein bisschen auf Informationstrab zu halten. Also ab nächster Woche gibt es noch keine Videos. Eventuell. Also ab 4. September kriege ich eventuell Internet. Ich muss mir dafür den Vertrag holen. Und dann hole ich mir den. Dann gehe ich auf YouTube und dann werde ich die Videos da hochladen. Das soll es gewesen sein. Das ist eigentlich alles. Danach hätte ich halt die Wochenenden Zeit, hier ein paar Sachen wieder hochzuladen, um weiteres zu bringen. Mal gucken. Dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt. Ich will halt am Samstag nichts Besonderes machen. Ja. Die Minuten gehen ja echt schnell. Ist mir noch nie aufgefallen. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Daniel.